Hallo und herzlich willkommen zu Real Green Tower Games. Mein Name ist Gunnis und Johannes Groth macht Bababa. Ja, es geht weiter mit unserem selbst erstellten Kampagnen-Set Gathering of the Nations zu Warcraft 3. Wir haben letztes Mal die Frostlegion-Kampagne beendet, die sehr schlecht war eigentlich. Ja, mega kacke. Aber es ging um die Story. Und jetzt geht es weiter mit einer Kampagne von mir, die A-Team-Kampagne Ausbruch der Gefährten. Prolog. Das A-Team. Dies ist ein Werbevideo für alle Haushaltungen. Oh, das war ein Zitat aus 3 Fragezeichen. Haben Sie auch manchmal Angst, allein im Dunkeln nach Hause zu gehen? Brauchen Sie jemanden, der Sie beschützt? Oder wollen Sie es irgendeinem fiesen Typen mal so richtig zeigen? Dann haben wir die Lösung. Das A-Team. Diese 3 Helden holt Sie aus jeder Patsche, jeder Gefahr und jedem Fettnetz. Der Panda besiegt alle Gegner mit seinen Super-Element-Attacken und ist trotzdem noch mehr durchbruchsbereit. Na dann. Der Käfer tötet seine Feinde mit seinen Käfer-Attacken und kennt sich aus in der Unterwelt. Bam the Baum sieht nicht sehr gefährlich aus, hat es aber in sich. Seiner geheimen Naturwaffe ist niemand gewappnet. Also, wenn Sie Hilfe brauchen, dann rufen Sie das A-Team. Kapitel 1. Auseinandergerissen. Als das A-Team sich gerade nach neuen Aufträgen umguckt, wird es plötzlich von glitschigen Naga festgenommen und in verschiedene Käfige gesperrt. Da kannst du überhaupt nicht lesen, ey. Nicht einen Loadscreen. Da steht glitschigen oder so. Warum tut ihr das? Ihr habt unser Reich betreten und niemand, der das tut, kommt ungeschoren davon. Und ihr bewacht ihn. Ja. Andern? Ich bin doch nur Pan. Pan the Panda. Feueratem, das ist einfach der normale Held. Ja. Übrigens erstmal die Quest lesen, wenn ich bitten darf. Der, das Vorbild zu den Pandaren in World of Warcraft. Quest. Das A-Team. Das A-Team ist auseinandergerissen worden. Suche deine Kollegen und besiege die blöden Naga, die euch einfach gefangen genommen haben. Ja. Kapitel 1, übrigens auch das einzige dieser Kampagne. Also ich hatte natürlich vor, weiterzumachen und hatte dann irgendwie keinen Bock mehr. Aber das habe ich dann später, geht die Story noch weiter. So, komm, er sieht genauso aus wie Shen Sturmbräu aus World of Warcraft, der von Helmut Krause. Jetzt kannst du mich so ein Tor aufhalten. Hilfe! Ich werde es versuchen! Macht euch auf Prügel gefasst. Die waren schon angeschlagen, wenn man die schafft. Jetzt seid ihr vom Aussterben bedroht. Ich weiß ja nicht, wie ich darauf gekommen bin, auf das A-Team und so. Keine Ahnung, was das soll. Also der Prolog war witzig. Und wie auch dieses schön der Boden hier designt ist, das ist einfach wunderschön. Ich werde es versuchen. Oh, mit Vergnügen. Diese Braumeister. Immer besoffen. Da ist eine kaputte Ruine. Nein, die sind ja gar nicht besoffen. Das ist ja Drunken Master. Achso. So. Warum tun die immer nur so? Ich bringe Pandemonium. Pandemonium. Oh, jetzt sehe ich etwas mehr. Das leider. Mit Vergnügen. Ah. Ich brauche aber eher Mana als Heilung. Oh, mit Vergnügen. Da kann ich mir aber gar nichts kaufen. Dann kriegst du aber welches irgendwo noch Gold. Giftel hätten's denn gern? Ich könnte natürlich das verkaufen. Da hätte ich mir 50. Trinkt einen aufs Haus. Alter.
Warum bin ich sicher, dass da nicht schon irgendwo Gold war? Das schaffe ich nicht. Hier, ne? Ja, genau. Scheiße. Stimmt, jetzt fällt's mir wieder ein. Ich darf jetzt mal wegrennen. Was du nicht schaffst. Ich werde es versuchen. So, vermisst dich. Noch einmal zugehauen. Das ist aber voll gut, ne? Wenn ihr sieht das erste, dann guckt man. Ja, aber das schaffe ich auch nicht. Doch. Echt, ist der so fett. Ja, nur weil ich die Rune eben genommen habe, sonst hätte ich es geschafft. Oh oh, oh oh, oh oh. So spielt das Leben, ne? Oh oh, oh oh, oh oh. Es sollte aber auch mal schwerer sein, weil meine Kampagnen halt immer so mega einfach waren. Außer natürlich das letzte Kane-Level. Ja, aber das schaffen auch wirklich nur die richtigen Harden. Ja, ich komme nicht mehr vorbei. Ja. Ob du das schaffst. Ja. Oh. Auf eure Rechnung. Trunkenheit. Ah. Das ich reduziert die Bewegungsgeschwindigkeit. Bewegungsgeschwindigkeit. Ja. Es ist mehr Holz. Kein Holz. Lol. Ich könnte ja auch natürlich warten, bis das voll ist. Ne? Hinter dem war aber auch noch mehr Sachen, ne? Hier kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Wenn du das schaffen tust. Trinkt einen aufs Haus. Da ist nämlich auch Holz. Ich werde es versuchen. Oh, ich möchte ihn nicht befreien. Es sei ein böser Herr. Geh weg. Es sei ein böser Herr. Es wird bärig. Es wird bärig, oh mein Gott. Ich schreib's auf eure Rechnung. Entschuldigung, darf ich mal einen? Ich mal kurz durch. Ich möchte ihr Gold haben. Danke. Tschüss. Kommt doch eher länger. Ja, aber nicht weit genug. Ich werde es versuchen. Trinkt einen aufs Haus. Ha. So, jetzt können wir uns hier schon ein bisschen mehr leisten. Und hier noch schön einen Mana-Trank, den es hier nicht gibt. Bei Wirklichkeit, Intelligenz, teleportieren. Ja, dann nehmen wir nichts und sparen. Ich greife dir aber trotzdem nicht an. Huch. Ich schreib's auf eure Rechnung. Oh, wenn ich da jetzt gefangen gewesen wäre. Hey, wie soll ich das denn schaffen? Das war mega viel. Mach doch. Na gut. Nein! Oh, mit Vergnügen. Okay. Trinkt einen aus. Ich schreib's auf eure Rechnung. Ja, auch die Namen sind so schön, ne? Pan the Panda, was war das noch? Pan the Baum. Und Kev the Kiefer. Mit Käfer antacken. So. Er muss mal eben kurz abhauen. Ich schreib's auf eure Rechnung. Ich werde es versuchen. Hast du denn eigentlich keinen Heiltrank oder sowas gekauft? Gab's nicht. Aber jetzt kann ich mir mehr Einheiten kaufen. Oh! Das ist sehr gut. Ich schreib's auf wir herstellen noch beides, ne? Oh, ja. Mit Vergnügen. Aber dann halt nicht so viel, ne? Ich schreib's auf eure Rechnung. So, hier haben wir noch mehr. Oh, eine ganz weite Spur zu einer Schildkröte. Warum holst du dir keine neuen Sachen? Da hat sie gefurzt und dann ist sie hingelaufen. Was? Achso. Ich werd's versuchen. Also, Pan, der Panda, kauft sich also immer irgendwas. Und so kommt jetzt ein Erfolg. Mhm. Ach. Du Jemini. Ja. Welches Gifterl hättest du denn gern? In Kürze verfügbar. Kann ich euch helfen? Nach diesen, ne? Mhm. Ja. Hm? Soll ich warten? Ich schaff die Schildkröte doch nicht, oder? Keine Ahnung. Doch. Der wäre natürlich schön. So eine Rolle der Heilung. Nimmt einem Held alle erlernten Fähigkeiten, wodurch er die neue erlernen kann. Sehr geil. Dass sowas existiert. Ja, ich finde das Level bis jetzt sehr gut und diese Kampagne ist ein wahrer Erfolg. Was soll das? Ich versuche Zeit zu überbrücken. Wir können ja auch den Überbrückungsmusik von Bulli abspielen. Ich guck mal, was als nächstes für eine Kampagne kommt und sag's euch nicht. Mir zeigst du das natürlich. Ach, wie schön. Ja, als nächstes geht's dann schon so langsam los, dass es gut wird. Ja, jedenfalls von den Leveln, ja. Kann man das nennen? Noch einer Runde? Obwohl, dass es geht, ist ja eigentlich auch schon gut, aber
Nur ein Level und von dem Design her auch nicht gerade schön. Naja, hier ist Gras, ne? Nee, es soll ein Sumpf sein. Das sagt er natürlich auch gleich. Ich werde es versuchen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Trinkt einen auf raus. Ich schreib's auf eure Rechnung. Alter, der ist wirklich tot. Oh, weil der auch immer angegriffen wird. Voll gemein. Schreib's auf eure Rechnung. Aber das ist voll gut. Was macht die Bewegungsgeschwindigkeit, wenn der unten trifft? Hallo. Oh. Panther Panda ist gestorben, weil Johannes Brot über Fähigkeiten redet. So, wir spielen nochmal bis dahin und dann sehen wir uns wieder. Ben! Ben! Ja, Panda. So ist das Johannes Brot, ne? Einfach während des Kampfes palavern. Das geht hier nicht. Ja, ich habe so eine Erinnerung gehabt, dass das mal alles so mega einfach war. Ja, aber wie gesagt, das Level sollte mal eine Herausforderung sein. Lauf! Ist doch egal, Hauptsache Pan stücken. Na gut. Als würde es. Sollte man auf meine Ratschläge hören. Ne? Ich habe ihn besoffen gemacht. Was passiert denn bald, wenn man den besoffen macht? Ja, das wird erzählen. Ich mach gar nichts mehr. Hier einkaufen und bring nur Milch mit. Und wir schlafen mit ganz kleinen Murlocs. Im Sumpf verstecken sich viele Feinde. Ja, das. Oh, das ist gut. Die Fähigkeit ist wirklich geil. Steht da nicht wieder auf, wenn er tot ist. Nee, guck ich aber nicht. Hm? Ja, im Sumpf, sie verstecken sich da wirklich, weil das sind ganz kleine Einheiten. Die sind auch noch grün, das ist. Ja, jetzt müssen wir wieder 100 Sekunden warten. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 5, 7, 8, 9, 100, 100, 100, 9, 99, 98, 97, 98, 900. 900? Das ist ein bisschen zu viel. Es ist mehr Gold erforderlich. Noch eine Runde? Hallo? Es ist mehr. Ah! Oh Gott, warum? Vorher habe ich einen Angst der Reinkarnation. Naja. Darüber haben wir doch gerade geredet. Trägt einen aufs Haus. Alter, wie er mir einfach nicht zuhört. Mann, der Stöpsel ist in der Seite. Guck mal, ich laufe einfach durch. Trägt einen aufs Haus. Ja, das machst du nicht. Wie mache ich das? Sterbe ich. Ich schreib's auf eure Rechnung. Stöpsel ist in der Ohr. Sagt er, wir, obwohl er darauf geantwortet hat. Hat nur über die anderen. Ja, es geht darum. Oh, wow. Ich bringe Pandemonium. Ja, ich hätte dich schlafen lassen, weil es stirbt bestimmt. Ich schreib's auf eure Rechnung. Rune der geringen Heilung. Oh, mit Vergnügen. Das war's schon? Ich werd's versuchen. Ich schreib's auf eure Rechnung. Trinkt einen aufs Haus. Hä? Ich schreib's auf eure Rechnung. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung du gehen musst. Wahrscheinlich hier. Warum ist das wahrscheinlich? Weil ich das so denke, dass du mich in Ruhe fällst. Kack, Scheiß, ich hasse dich. Ich stecke aus. Ich werd's versuchen. Haha. Oh, siehst du? Lustig. So. Echt? Ich weiß doch nicht, was da noch kommt. Habe ich das Level gemacht? Nein. Ja, aber ich glaube nicht, dass du überhaupt genug Gold für irgendwas hast. Stimmt. Nicht vorrätig, genau der, den wir brauchen. Kann ich euch helfen? Es ist mehr Gold erforderlich. Auf sie irgendeinen Plunder zu kaufen. Warten wir lieber wieder 100 Sekunden. 1,700. Genau in dem Moment dazu geklickt hat. Lustig! Ja, die machen eine kleine Reise. Jetzt geht's hier ins Wasser rein. Vom Sumpf ins Water. Trinkt einen aufs Haus. Da wurde jemand ritualmäßig getötet. Ich schreib's auf ein eure Ritualmord. Mit Böllern. Trinkt einen aufs Haus. Mann, warum muss er vorgehen? Oh, mit Vergnügen. Weil er Nahkampfeinheit ist. Trinkt einen aufs Wenn er Haus. Fett ist und den anderen im Weg steht. Ich schreib's auf eure Rechnung. Das schreibt er mir auf meine Rechnung. Trinkt einen aufs Haus. Ui. Jetzt seid ihr vom Aussterben bedroht. Oh, mit Vergnügen.
Ihr kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Was ist denn da? Nix. Stimmt. Oh, aber da oben sehen wir was. Was ganz Schönes. Was das Level jetzt vereinfachen wird. Trinkt einen aufs Haus. Solange Panda Panda nicht vorher stirbt. Kann er nicht. Ja, stimmt. Ich kann's vergessen, ich hab die ganze Zeit über die Fähigkeit nachgedacht. Welches Giftel hätten's denn gern? So, da ist ein schwer verfallenes Tor. Und da drin ist Bam! Bam! That's another Bam! Noch eine Runde? Oh, Gott sei Dank! Du hast mich gemeint, aber muss Cave. Ich weiß es nicht. Wir müssen ihn befreien. Okay, wir müssen also noch Cave suchen, damit das Ad-Team komplett ist. Da haben wir Bam. Was kann er so? Windlauf, seine Lieblingsfähigkeit. Hä, warum machst du das? Und Naturgewalt, eine selbst erstellte... Soll ich die erst nehmen? Wiss. Vor allem auch seine letzte ist geil. Rune der Wiederherstellung. Und vor allem, er ist ja auch sehr voll die eigene Einheit. Ne? Ja. Jetzt ist eigentlich so ein Baum, der... Ich werd's versuchen. Das natürlich nicht erzählt, den habe ich so erstellt. Das reimt sich, ich habe ganz viel Geld. Das war gelogen. Was ist das? Das ist ein großer... Jetzt seid ihr vom Aussterben. Warum haben die eine Donnerechse? Was soll das? Hör auf damit! Ich versuche, den herzulocken und dass die anderen kommen. Oh Mann. Du hast jetzt Cat. Ja, den... hab ich nicht. Bam. Guck dich das an! Guck dich das an! Ganz kleine Golems rauf. Oh, da war ich so stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Wäre ich, wenn ich das. Komm mal, du hältst so rum, ich schaff's das voll. Sag mal, doch, ja, wenn man, sobald man Bam hat, ist das Level fair. Und außerdem haben die hier ein paar Murlocs gefangen genommen. Und als Dank, dass man sie befreit, helfen sie an. Jetzt seid ihr vom Aussterben. Weil sie können nicht selbst von innen gehen, das. Na gut, jetzt können sie es auch. Wer seid ihr? Die Narren wollten uns als Sklaven halten. Ein paar Schritte weiter liegt ihre Stadt. Wir helfen euch gerne im Kampf. Ja, richtig. Wir müssen eine Stadt zerstören. Trinkt einen aufs Haus. Guck mal, das war, die kommen wieder. Die verlieren. Trinkt einen aufs Haus. Ja. Oh, mit Vergnügen. Ich bin jetzt aufgeregt. Trinkt einen aufs Haus. Kommt jetzt schon die City? Ich werd's versuchen. Ich glaube ja, aber die ist nicht unbedingt. Trinkt einen aufs Haus. Oh, leider sind hier keine Bäume für Bären. Trinkt einen aufs Haus. Das ist sehr cool. Ho! Ho! Ich hab mehr Gegner als die, kommen jetzt nicht. Aber ist ja trotzdem schwer genug. Ach, Bam macht. Ja. Bam macht oh, das schon. Bam, Cav, Mav ist aufgestiegen. Ich heul mal. So schreit also ein Baum. Trinkt einen aufs Haus. Kapu. Ich bringe Pandemonium. So, die letzten beiden. Ja, und nur ein Besiegbarkeitstrank, also wenn der das nicht macht. Raut sich da Ärger zusammen? Noch eine Runde? Das wird bärlich. Welches Giftel hätten's denn gern? Ohne Mana sind Kämpfe echt spannend, oder? Mhm. Und danach jetzt gleich mal schön die Stadt zerstören. Ein Held könnt ihr zurückrennen und Einheiten kaufen. Von 11 Gold. Bis du angekommen bist, bis von 11 Gold. Genau diesen Stab gibt bei World of Warcraft auch. Ja, finde ich auch. Ja, der sieht doch einfach genauso aus wie dieser Typ da. Eine Frage, warum wir kämpfen? Nee, zu fragen, warum wir kämpfen, ist zu fragen, warum die Blätter fallen. Übrigens kann ich auch schon mal sagen, dass hier nach das Level beendet ist. Und damit auch die Kampagne. Ja. Damit werden wir niemals erfahren. Hä? Ja, okay, stimmt. La 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 la. Oh, mit Vergnügen.
Ja, das müssen wir doch jetzt nicht. Doch. Danach passiert doch noch was, Mann. Ach du Scheiße. Das musst du ja wohl wissen, du hast das Level 170 mal gespielt. Ja. Genau. 170 mal. Du musst bestimmt auch nur den hintersten. Oh. Ich schreib's auf eure Rechnung. Hier kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Hier ist ja doch noch eine Gefahr. Ich werd's versuchen. Ich schreib's auf eure Rechnung. Oh, mit Vergnügen. Guck mal, auch die Karte viel zu groß. Hä? Das Ziel muss ein Baum sein. Das Ziel muss ein Baum sein. Am Nil muss ein Traum sein. Traut sich da Ärger zusammen? Au. Schön, wie der da nicht mal eine einfach nur ein Baum ist. Nicht, dass ich noch sterb. Oh, da unten steht ein Ding. Ach du Kacke, das Ding die ganze Zeit. Hi. Geht das auch? Ja, ich wollte das Gebäude besoffen machen. Trunkenbold. Ich bringe hier? Ja. Aber ich glaube, du musst auch trotzdem die Stadt zerstören. Trinkt einen aufs Haus. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Nee, das stimmt nicht. Jetzt seid ihr vom Aussterben bedroht. Nee, stimmt nicht. Ich schreib's auf eure Rechnung. Ach ja, es ist ja noch. Stimmt, es kommt ja noch was. Trinkt einen aufs Haus. Was? Ich hab den. Hä? Geh einfach weiter. Was machst du denn da? Ich meine, jetzt würde ich wissen, wo es lang geht. Ja, warum bist du so zuckelig? Ah, das kann man sich ja nicht mehr angucken. Bin nur schnell. Ja, das möchte ich nicht. Heul doch mal. Jetzt seid ihr vom Aussterben. Können sich heilen. Tod. Habe ich ja auch eben gelogen, dass es da noch zu Ende ist. Ich kann es vergessen. Muss ich die töten? Ich werde es versuchen. Nein. Ich bringe Pandemonium. Ein grüner Fleck. Trinkt einen aufs Haus. Da gibt es nämlich noch den Obermacker. Schreib's auf eure Rechnung. Ich schreib's auf eure Rechnung. Oh, mit Vergnügen. Was? Wie seid ihr Kopf? Hier kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Ich bringe Pandemonium. Vielleicht können wir das schaffen, ne? Ja, weil irgendwie nur er hergekommen ist. Ich verstehe irgendwie nicht, warum das plötzlich schwerer ist. Weil ich weiß, dass wir das immer geschafft haben. Manchmal sind ja auch irgendwie unlogisch viel gestorben. Noch eine Runde? Ich schreib's auf eure Rechnung. Wie immer den betäubt. Der Wasser. Das weiß ich noch immer. Hier kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Ja, so, ich bin mir sicher, dass das wieder da ist. Leute, hier drüben bin ich. Da bist du ja. Du musst dich irgendwie befreien. Ich hab schon alles versucht. Es geht nicht. Aber irgendwie musst du da doch raus. Ja, ich könnte hier hinten weitergehen, aber ich weiß nicht, was mich da erwartet. Du musst es einfach versuchen. Viel Glück.